Teenage Mutant Ninja Turtles. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf meinem Kanal, und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich einen Key bekommen habe. Thank you for the key, guys. Und ja, das Spiel ist von Activision und ist am 24.05. erschienen. Leider war ich ja erkältet, deswegen kann ich jetzt erst das Angezockt machen. Aber ich freue mich trotzdem drauf, denn wer kennt die Ninja Turtles nicht? Und ja, ein Teil meiner Jugend auf jeden Fall. Und genau, ich würde sagen, wir starten dieses Spiel, unterstützt die Steuerung per Tastatur und Maus. Wir raten jedoch zur Anwendung eines Gamepads. Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ich habe schon mal das Tutorial reingeguckt und es klappt auch gut mit der Maus und der Tastatur. Denn ich habe nur eine Blazy hier und der Controller, das gibt so ein paar Schwierigkeiten, das zu verknüpfen. Und es ist mir für ein Angezockt doch ein bisschen zu viel Aufwand. Und deswegen, ja, machen wir es mit Maus und Tastatur. Es geht auf jeden Fall trotzdem. So, ich habe die Grafik auch schon eingestellt und ja, Story-Modus starten. Schauen wir rein. So, wir können uns einen Charakter wählen und, ja, wer kennt den Leonardo nicht? Wir haben noch den Raphael, den Michelangelo und den Donatello. Ich habe eigentlich Bock auf die beiden Schwerter, wir nehmen den Leonardo. Wir können, Zeit, dass der Anführer glänzt. Wir können den auch ausrüsten und so weiter, das kann man sich alles dann freispielen. Aber... Genau, hier seht ihr, wir haben noch andere Attacken und was die so können und so weiter. Aber wie gesagt, das wird erstmal nur angezockt und deswegen, ja, gucken wir erstmal in die Story rein. Wir haben jetzt, Moment, wir gehen nochmal zurück. Wir haben noch die Möglichkeit, genau, das Level lassen wir so normal, lassen wir, und wir machen Start. Dürfte Level 1 sein und ab geht er. Okay, Leute, lasst uns gehen. Machen wir. Ja, ja, die Ninja Turtles. Ein Teil meiner Jugend. Als nicht da, General Krang. Du solltest mittlerweile wissen, dass ich für alle Fälle plane, Shredder. Kann ich davon ausgehen, dass du auf das Kommende vorbereitet bist? Es ist alles bereit, General. Ausgezeichnet. Sollen wir anfangen? Natürlich. Übel, Jungs. Also so richtig, richtig übel. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist überall in der Stadt gleich. Die Verbrechensrate steigt wie verrückt. Unsere alten Widersacher scheinen wieder Unfug zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob Unfug das richtige Wort dafür ist, Vater. Du hast recht, Donatello. Was auch immer ihre Gründe sind, die Ehre verlangt, dass wir eingreifen. Aber wir müssen äußerst vorsichtig sein. Wie immer sind unsere Feinde gefährlich und unberechenbar. Ja, da sind sie nicht die Einzigen. Apropos unberechenbar. Wo ist Mikey? Hier, Alter! Da lag noch ein Stück Pizza im Kühlschrank und die Ehre verlangt, dass ich es verdrücke, bevor wir losziehen. Die Ehre verlangt? Oh Himmel nochmal! Es ist nur Pizza, Mike. Los jetzt! Mmh, welch edle Peperoni. So moralischer Mozzarella. Haha, die und ihre Pizza. Leute, schaut mal. Es sind die Foot. Was haben denn diese Foot-Versager hier zu suchen? Soweit ich weiß, ist hier das Revier der Purple Dragon-Versager. Versager. Eigentlich traue ich lieber meinem Kopf, aber mein Bauch schreit geradezu, dass das nur ein Vorläufer ist. Und mein Bauch schreit, es ist Zeit für eine XL mit Anchovis und Salami. Vergiss es, Mikey. Wir müssen rausfinden, was die Foot vorhaben. Also los. Okay. Bam, und ab geht's. Man muss dazu sagen, das ist eigentlich das perfekte Koop-Spiel. Offenbar hat Bebop etwas Großes vor. Was auch immer das ist, es kann nichts Gutes bedeuten.
Wohngebiet. Er fröhlich am Tanzen. Besiege alle Feinde. Okay, ab geht er. Man muss dazu sagen, es ist das perfekte Koop-Game. Aber dadurch, dass ein angezockt ist. Und ist natürlich auf Comic gemacht. Man kann hier verschiedene Kampfkombos machen. Schwerer Angriff, leichter Angriff und so. Also es ist auf jeden Fall so ein Metzelspiel. Und es ist im Comic-Look, sehen wir ja. Finde ich ganz cool. Ist mal wieder was für zwischendurch. Mission abgeschlossen. Gut gemacht, Jungs. Rang S. S für super. Ja. Oben links Energie in Pizza angegeben. So, da hinten sind die anderen. Wie gesagt, im Vierer-Koop macht sich das am besten. Und ist bestimmt auch sehr lustig. Sollen wir mal reinschauen, machen wir. Wenn wir denn Zeit haben. Wo bleibt er? Da hinten. Ich orte einen großen Schwarm böser Kerle. Seid vorsichtig da draußen. So, weiter geht's. Kommt immer mehr vom Himmel gefallen. Bam. What the fuck? Man hat dann hier... Man hat dann hier dann auch Special-Attacken. Und zwar, wir können das ja gleich mal ausprobieren, wenn ein paar mehr Feinde da sind, zeige ich euch das gleich mal. Da draußen verstecken sich immer noch ein paar Bösewichte. Schnappt sie euch, Jungs. Wir kommen aber immer nur Einzelfeinde. Das, jetzt sind ein paar mehr da. Und dann können wir nämlich hier Kombo-Angriff, Heilungskreis oder Turtle-Zeit. Turtle-Zeit hört sich ganz cool an. Aber jetzt sind gerade keine... Okay, doch, hier kommen ein paar jetzt. Brrr. Okay, das ist so eine Art Zeitlupe. Da hat man nämlich so Spezialattacken. Kann hier auch schön ausweichen. Das hier ist übrigens ausweichen. Da macht er so übelst schnelle Bewegung. Ah, jetzt ist ihm schwindlig. Okay, wenn ich zu oft ausweiche, ist ihm schwindlig. Genau, auf E, da kann man so seinen Scanblick machen, wo man die Gegner sieht. Danke, danke. Wieder Rang S. So, jetzt haben wir... Jetzt haben wir links unten unser Inventar sozusagen. Unsere Schnellball-Taste. Da ist noch einer. Wenn die Fragezeichen haben, dann sehen die einen nicht. Das bedeutet, man kann die mit einem Schlag killen. So, den haben wir auch weg. Man kann nämlich jetzt auch so sehr schön werfen. Bam. Finde den Feind, sollen wir? Mensch, die hatten gerade noch ein Fragezeichen. Jetzt hat die KI den verraten. Okay. Ja, dann komm doch. So, wir machen mal wieder unsere... Da hinten ist der Helikopter. Und da oben steht auch eine Autoturret. Du hättest zu Hause bleiben, Alter, sagt er. Warte mal, man konnte dann hier zielen. Können wir den vielleicht abwerfen? Das ist ein bisschen hoch, oder? Wie er läuft mit dem Fass. Brrr. Komm, wir probieren das jetzt. Ob ich den da abwerfen kann, ich glaube es eher nicht, aber... Versuch es wert. Ne, das ist viel zu hoch. Finde den Feind. So, gib mal her hier. Hey, ich wollte werfen. Die lassen mich nicht werfen. Gar nicht so einfach. Oh, jetzt ist auch kein Feind mehr da. Komm, wir gehen jetzt. Lass nur mal gucken, wo wir jetzt den Feind finden. Das heißt, finde den Feind. Was ist das denn für ein Vieh?
Das schwebt hier rum. Bam, 10 Treffer. 12 Treffer. Was ist das denn? Ich habe hier so eine komische Blase um mich. Was auch immer das ist. Geil, was kann man hier machen? Zurück zum Versteck. Nö, ich will nicht zum Versteck. Okay, Kanaldecke sind also zurück zum Versteck. Gut zu wissen. Jetzt haben wir ja... Finde den Feind. Die Frage ist... Wo finde ich denn den Feind? Ist irgendwie so eine Map oder so? Das war die Störung, die ich empfangen habe. Aha. Wo war das jetzt? Bestimmt da, wo die KI hinläuft. Sie bekommen Verstärkung. Na, lass es doch. Man kann hier auf jeden Fall auch hochspringen, die Wand hoch. Warte mal, wir machen mal E, dann müssen wir die ja eigentlich sehen. Da ist eine Turret. Ah, da hinten. Und man kann nämlich, wenn man Spring gedrückt hält, so einen coolen Fallschirm machen. So, hier sind wir. Komm, Kombo. Kombo-Angriff. Alter, wie er abgeht. Das ist wieder so ein Propellerflugzeug. Ich habe eine Schriftrolle und wieder so ein Kummel. Oh nein. Da draußen verstecken sich immer noch ein paar Bösewichte. Schnappt sie euch, Jungs. Jetzt bin ich runtergefallen hier mit meinem, mit meiner Blubber. Die hier hochrennt. Okay, wir sollen die Bösewichte killen. Da hinten, okay. Da holen wir uns doch mal die Autoturret. Also ich muss sagen, macht auf jeden Fall Laune, hier rumzurennen. Also wenn ihr Bock habt auf das Spiel, dann guckt in die Beschreibung, da findet ihr den Link, wie gewohnt. Aber wie gesagt, es ist vielleicht eher so ein Spiel für Koop. Oder ihr habt auch so Bock auf Rumgeballer. Alter, lass mich mal hier in Ruhe. Erstmal die Turret da hinten. So, jetzt können wir wieder Dings machen und Zeitlupe angreifen, das machen wir auch. So. Abgeschlossen. Rang S. Wie die ganze Zeit springen. Ja. Warum springt der jetzt so? Läuft. Gelange zu Bebop. Meister Splinter hält jede Menge Objekte im Versteck bereit. Schaut mal rein, wenn ihr Zeit habt. Ja. Jungs, dank der ganzen gesammelten Infos habe ich Bebops Position ermittelt. Er ist in der Bank. Ich markiere sie auf eurer T-Lupe. Okay, wir sliden hier mal rum. Wuhu. Ah. Wow, ihr habt da etwas echt Seltenes gefunden. Kann ich mir das mal ansehen, wenn ihr zurück seid? Aber nur, wenn du lieb bitte sagst. Okay, wir sollen hier runter. Interagieren! So, wir sind in der Bank. Warnung. Ich habe nichts gemacht. Hallo, mein Hübscher. Ja, Zeit, ein paar Panzer einzuschlagen. Eher aufzuschneiden, aber ich verrat's keinem. Bosse sind sehr stark. Benutze Anvisieren, um ihre Bewegung zu beobachten und weiche ihren Angriffen aus, wenn immer du kannst. Wechsel regelmäßig die Turtles. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt... Also Leute, wenn Bebop in den Tresor will, ist er dann ein echtes Sparschwein? Oh. Leo, kannst du mit dem Kerl reden? Er will sich wohl die Filetstücke sichern. Bitte, nicht du auch noch, Leo. Ich muss echt aufpassen. Man kann auch die Turtles wechseln, genau. Ja.
Ich kann mich nicht bewegen. Heil mich. Reiß dich am Riemen. Danke. Warte mal, ich muss mal hier hoch. Man kann nämlich die Turtles wechseln. Ja, komm, wir wechseln mal einen Turtle. Noch mal von vorne an. Und zwar nehmen wir mal... Das Elend der Menschheit. Warte mal, wo konnte man den Turtle wechseln? Ja. Irgendwie will er nicht wechseln. So schwindel ich. Okay, einer ist schon es wieder tut down. Weh, wenn ich atme. Oder mich bewege. Oder blinzle. Okay, pass auf, den geben wir mal hier so eine Bombenattacke. Eine Combo. Bleib doch mal stehen. Toll, jetzt habe ich die verschwendet. Bam, 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 bam. Habe ich die jetzt echt nicht getroffen, weil ich über ihm war? Das kann nicht sein Ernst sein. What? Der hat mich gar nicht getroffen. Jungs, etwas Hilfe. Du packst das, Bro. Du packst das, Bro. Wir können auch mal was essen, dann habe ich wieder Energie. Ein käsiger Motivation. Komm, der rennt doch da durch. Los geht's. Wie viel Energie hat er denn bitte? 5 von 7? Sein Ernst? Jungs, etwas Hilfe! Du packst das, was cool, dass die dann gleich angerannt kommen. Trink mal eine Pepsi. Oh nein, warum ist der K.O. gegangen? Ja, das ist halt wieder so ein Ding hier. Mit 3 Kumpels geht das auf jeden Fall besser. Mal schnell weg hier von dem. Kombo-Angriff! Dafür wurde es tut nur weh, wenn ich atme. Oder mich bewege. Komm, wir können ihm helfen. Oder blinzle. Reiß dich zusammen. Gracias, Bro. Alter, der schießt. Fangen wir nochmal von vorne an. Boah. Der ist aber echt mies mit seinem Rumgeschieße. Oder mich bewege. Oder blinzle. Komm mal ran hier. Scheiße, schon wieder tot. Etwas Hilfe. Reiß dich am Riemen. Reiß dich am Riemen. Machen wir. Danke. Jetzt ist er wieder da drüben. Und wirft seine blöden Bomben. Der verarscht mich doch. Wieso wechselt denn der andauernd die Seiten? Brauchst du ja mal 5 Stunden, bis du drüben bist. Und dann geht er wieder rüber. Alter, alles steht Kopf. Genug geträumt. Hat ja auch lange genug gedauert. Alter, der lässt mich nicht mal aufstehen. Ich kann mich nicht bewegen. Reiß dich am Riemen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. 2 von 7 hat er wirklich. Wo ist der K.O. gegangen? Komm her, ich helf dir. Ah, der ist dann auf jeden Fall verschwunden und kann erstmal nicht spawnen, glaube ich. Müsste sich doch aber auch selber hochjagen. Wer hat das Licht ausgemacht? Ach, Kacke. Okay, das sind alle wieder da. Leo ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Okay, jetzt habe ich einen anderen. Alter, ich kann nicht mal ausweichen. Ich drück die ganze Zeit ausweichen. Oh. Genug geträumt. Genug geträumt. Okay, jetzt gucken wir mal. Mann, ich fühle mich nicht so gut. Oh, Kacke. Ach, Mikey ist K.O. gegangen. Ihr seid nur noch zu zweit. Das sieht nicht gut aus. Donnie ist K.O. gegangen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Lass uns nicht im Stich. Okay, jetzt sind alle ich weg. Ich bin echt stinkig.
Was? Space ist schneller? Wie sie wegmampfen. Weil ich frage mich gerade. Guck mal, der kämpft alleine weiter. Aber ich kann auch den Tuttle nicht wechseln gerade. Guck mal, da sind sie wieder zurück. Ah, das ist so das Basislager. Da können sie sich da wieder auffüllen, oder was? Komm jetzt. Auf da. Ach, kacke. Finde ich ein bisschen kacke, dass dieser Bombenradius auch nach oben geht. Kann ich mal ausweichen hier bei dem Penner. Alles klingelt. Ist auf jeden Fall gar nicht so einfach, der Boss. Danke, das habe ich gebraucht. Und tot ist er. Ja. Auf jeden Fall ganz schön lange für gebraucht. Und weiter. Ihr seid die besten Söhne, die sich ein Vater wünschen kann. Danke, Splinter. Geht zum Kröten, wirst du zur Ratte wie Mr. Meister Splinter. So, weiter. Also ihr seht, man steigt auch Level, man kriegt Belohnung. Weiter geht's. Jetzt müssen wir eigentlich ins Hauptmenü kommen. Ihr grünen Trottel glaubt, ihr könnt es mit Bebop aufnehmen, ja? Da irrt ihr euch. Denn Bebop ist der allerbeste. Oh Gott. Und das kleine Schweinchen lief den ganzen langen Weg nach Hause. Ja, aber er hat was fallen gelassen. Was ist es, Don? Geld, und zwar jede Menge. Wer raubt denn eine Bank aus und lässt das Geld dann liegen? Kein Witz. Was man mit so viel Beute anstellen könnte. Hallo? Rupert's Pizzeria? Ja, ich möchte 2000 große Pizzas mit extra Käse und Peperoni bestellen. Dazu 5000 Portionen Grissini, alles zum Mitnehmen. Schon gut, Alter. Falsch verbunden. Cooles Turtlephone auf jeden Fall. Ins Hauptquartier meine ich natürlich, nicht ins Hauptmenü. Ihr hattet recht, Sensei. Die Foot haben mit dem Anstieg der Verbrechen zu tun. Wir haben sie in ungewöhnlichem Terrain entdeckt. Dort operieren sie normalerweise nicht. Daran ist nichts gewöhnlich, Leo. Ja, wir erhalten von überall aus der Stadt Meldungen. Geht ziemlich ab. Mehr als gewöhnlich, meinst du? Yo, Maki, ist die Pizza schon aufgewärmt oder was? Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Geduld, Alter. Ein Weiser sagt, Perfektion braucht Zeit. Es ist eine Mikrowelle, du Depp. Wenn Shredder wirklich einen Großangriff auf die Stadt plant, sind wir bereits im Nachteil. Wir müssen dieser Übermacht mit List und Tarnung entgegentreten. Und wir müssen weiter nachbohren, womit wir es denn genau zu tun haben. Ja, nachbohren und reinhauen. Apropos reinhauen, da ist sie. Jetzt wird gefordert, was das Zeug hält. Na endlich. Sieht toll aus, Mikey. Ich verhungere. So gut. Danke, mein Sohn. Ich sag doch, Perfektion. Ich bin ein Künstler. Der Pizza Michelangelo. Ich... Moment mal. Okay, Jungs, gehen wir. Wir müssen Bösewichte jagen. Du kannst später mehr Pizza essen, Mikey. Mehr? Vater? Ein Weiser sagt, wer döst, verliert. Mann, ich hasse diese Weisen. Wer döst, verliert. So, und in dem Sinne würde ich sagen, wir haben es erste Level geschafft. Ihr habt einen kleinen Eindruck erhalten. Ihr kennt das Spiel, würde mich wirklich freuen, wenn ihr in die Kommentare mal schreibt, wie ihr das Spiel findet.
Das hilft mir weiter, das hilft den Entwicklern weiter und ja. Ich finde, es macht sehr viel Spaß, aber mir würde es halt noch deutlich mehr Spaß machen, hätte ich jetzt noch drei Leute, mit denen ich das zusammenspielen würde. Aber dadurch, dass ich erstmal nur ein angezockt mache, war das auch okay, um euch einen kleinen Einblick zu geben. Und ja, wie gesagt, lasst mal einen Kommi da, wie ihr das Spiel findet. Und ja, wer sich's holen möchte, Link ist in der Beschreibung. Und ja, ansonsten sehen wir uns zum nächsten Angezockt wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.